So, nun bitten wir unsere Frau Bürgermeisterin Brigitte Rebisch um ihre Worte. Hohe Geistlichkeit, hochgeschätzter Herr Landesrat, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Ehren- und Festgäste, liebe Südmeererinnen und Südmeerer, liebe Heimatvertriebene, aber vor allem, liebe Frau Obfrau, mit einem so motivierten Team des Heimat- und Museumsvereins Thailand. Wer seine Vergangenheit nicht kennt, kann einerseits seine Zukunft nicht positiv gestalten und muss all diese Fehler der Vergangenheit noch einmal durchleben. Und deshalb ist es so wichtig, dass es hier an diesem Ort dieses Museum gibt und auch diese Menschen, die es nicht zulassen, dass die Vergangenheit vergessen wird. Ich darf mich daher ganz besonders bei dir, liebe Frau Opfer, und deinem Team bedanken, dass du unermüdlich im Einsatz bist und diese Vergangenheit aufrechterhältst mit einem Blick in eine gute, friedliche, gemeinsame Zukunft. Ich darf ganz herzlich zu diesen 30 Jahren gratulieren, dass es dir auch immer wieder gelingt, Menschen zu motivieren, Menschen zu begeistern, hier mitzuarbeiten. Und für mich hat es eine ganz besonders große Bedeutung als Bürgermeisterin. Denn einerseits, wie gesagt, ist es wichtig, die Vergangenheit aufrechtzuerhalten. Und wir haben heute schon gehört, Unrecht muss auch ausgesprochen werden dürfen. Und es gibt hier einiges, das noch nicht im Reinen ist und das noch geklärt werden muss. Wir müssen es in einem gemeinsamen Europa schaffen, die Vergangenheit gut zu bewältigen, dass wir in auch eine gute Zukunft gehen können. Und ich bin aber überzeugt davon, dass wir das schaffen. Und andererseits ist es, glaube ich, in Zeiten wie diesen ganz besonders wichtig, darauf hinzuweisen, dass Heimatliebe nichts damit zu tun hat, dass man andere schlecht machen muss, dass man andere vertreiben muss und dass man anderen nicht die Chance geben darf, sich gut weiterzuentwickeln. Sondern dass man auf die eigene Heimat zwar stolz sein darf und muss, dass man die Heimat niemals vergessen darf und für die Heimat auch immer kämpfen wird. Aber dass wir in der heutigen Gesellschaft verantwortlich dafür sind, dass Frieden herrscht. Und dass wir aus der Geschichte, die viele erleben mussten und die Generationen danach noch Sorge und Schmerz bereitet, dass wir daraus gelernt haben. Davon bin ich überzeugt. Denn ich selbst habe es miterlebt, mein Vater ist ein Heimatvertriebener, ganz knapp über der Grenze und dieses Leid, das damals zugefügt worden ist, kann nie wieder gut werden. Und diese Verwundung in Seele und Herz, das kann auch nie wieder heilen. Ich glaube, wir müssen uns mit diesem... daher an zwei große Bereiche erinnern. Das ist einerseits die Vertreibung und die schrecklichen Taten, die hier passiert sind, die uns alle große Sorge machen, aber andererseits an die schöne Zeit, die in dieser Heimat, in der südmährischen Heimat stattgefunden hat. Die vielen sonnigen Tagen, die wir gerade am Anfang gehört haben, wie schön es denn in der Heimat sein kann und die uns bewusst machen, dass auch wir in einem Land leben, wo es uns sehr, sehr gut geht und wo wir verantwortlich dafür sind, dass es auch in diesem Land gut weitergeht. Es ist unsere Aufgabe und unsere Pflicht, diese auch wahrzunehmen. Wir leben auf einer Welt und was rechts passiert, ist im Zuge der Globalisierung auch links zu spüren und umgekehrt. Und daher ist es unsere Pflicht und Verantwortung, die Vergangenheit aufrechtzuerhalten, für nachfolgende Generationen sichtbar zu machen, aber zu zeigen, wir haben aus den Fehlern gelernt, wir fordern Recht, aber wir wollen nie wieder Krieg. Das, glaube ich, muss unsere große Aufgabe sein. Und ich bin überzeugt davon, gerade hier an diesem Ort, mitten im Herzen Europas, wo zwei Länder zusammenstoßen, die eine schwierige Geschichte hinter sich haben und hoffentlich eine positive Zukunft gemeinsam vor sich haben. Davon bin ich überzeugt. Hier ist es ganz besonders wichtig, die Vergangenheit nicht zu vergessen. Und in diesem Sinne darf ich dir, liebe Frau Opfer, ein herzliches Dankeschön sagen, dir und deinem Team für den unermüdlichen Einsatz,
für das Aufrechterhalten dieser Geschichte und der Warnung, was es hier geben kann, aber auch für die vielen schönen Erinnerungen an die alte Heimat, die auch Generationen nach uns erhalten bleiben. Ich wünsche dir und deinem Team und uns allen, dass dieses Museum nicht nur 30, 100 Jahre, sondern in alle Ewigkeit bestehen mag, sich so positiv weiterentwickelt. Und ich darf sagen, wir als Stadt, ich als Bürgermeisterin, bin stolz auf dieses Museum und wünsche auch in Zukunft alles erdenklich Gute.